Es ist inzwischen keine Neuigkeit mehr, wie sehr die griechische Bevölkerung unter dem Antikrisensparkurs leidet, den ihr die eigene Regierung und die EU auferlegt hat. Aber nur vereinzelt wird gewürdigt, auf welche Weisen die Menschen sich in den verschiedensten Bereichen zusammentun, um sich selbst zu helfen. Ein Beispiel dafür ist die Bewegung 136 in Thessaloniki, die angesichts drohender Privatisierung des Wassers die städtischen Wasserwerke selbst verwalten will. Wir haben mit Kostas Marioglou gesprochen, der in der Bewegung 136 aktiv ist, und ihn zunächst gebeten, die Ziele der Initiative zu definieren. Die Bewegung 136 ist eine Bürgerinitiative, die sich der Privatisierung des Wasser- und Abwasserunternehmens von Thessaloniki, der EIAD, entgegenstellt und diese stattdessen durch Basiskooperativen gesellschaftlich verwalten will. Unsere Hauptziele sind der Erwerb von 40% Anteilen der EIAD und ihre Verwaltung durch die Bürgerinnen, die gesellschaftliche Kontrolle über die städtische Wasserversorgung, die demokratische Leitung des Unternehmens, der nicht kommerzielle Charakter des Unternehmens in Übereinstimmung mit Sozialpolitik und Umweltschutz. Welche Personen und Gruppen sind in der Bewegung aktiv? The Movement 136 is composed by people that decided that. Das sind die Leute, die entschieden haben, dass wir nicht bereit sind, irgendjemanden mit dem Wasser spielen zu lassen, dass unsere Familien trinken. Wir werden es nicht zulassen, dass irgendwelche finanziellen Interessen, seien es ausländische oder inländische, mit unserem Wasser spekulieren und die öffentliche Gesundheit und die regionale Umwelt damit bedrohen. Es sind Leute, die glauben, dass der Besitz des Wasserwerkes EIAD jetzt den Bürgerinnen von Thessaloniki zusteht, der Gewerkschaft, der Wasserwerke, gesellschaftlichen Gruppen, die sich mit der kooperativen Wirtschaft direkter Demokratie befassen und einigen Bürgerinnen von Köln. Wie ist die Bewegung 136 entstanden? During the square movement that started in Greece during the spring of 2010, the trade union joined. Die Bewegung 136 entstand während der Platzbesetzungsbewegung, die in Griechenland im Frühjahr 2010 begann. Es fing damit an, dass unsere Gewerkschaft sich der Platzbewegung von Thessaloniki anschloss und begann, ihr Wissen über die Privatisierung von Wasser zu teilen, ebenso wie die Ideen, wie dies vermieden werden kann. An idea, a movement that will oppose the privatization. That is how it was born. Ich habe jetzt schon oft den Namen der Bewegung genannt. Wieso heißt sie eigentlich Bewegung 136? It's very simple and when I explain it, it will be very easy to understand. Das ist ganz einfach. Als die Regierung von Papandreou angekündigt hatte, dass das Wasserwerk von Thessaloniki, das schon seit 2001 an der Börse ist, weiter privatisiert werden würde, bis zu einem Anteil von 40%, da machten wir eine einfache Rechnung. Wir multiplizierten die Zahl der Aktien mit deren aktuellen Börsenwert und teilten das Ergebnis durch die Zahl der Wasserzähler, die an das Wassernetz von Thessaloniki angeschlossen sind. Die Zahl 136 war das Ergebnis. Also sagten wir, wenn jeder Haushalt und jedes Unternehmen 136 Euro zahlen würde, könnten wir das Wasserwerk kaufen und es natürlich selbst verwalten, wie wir wollen. Kannst du beschreiben, wie das Wasserwerk von Thessaloniki in kollektiver Verwaltung funktionieren wird? We know that it's very difficult for the 1.5 million citizens of Thessaloniki to come together and talk and decide about the management of the company. So we came to the conclusion that collectives should be made in every municipality, in the metropolitan area, which is very big. Thessaloniki hat 1,5 Millionen Einwohnerinnen. Wir wissen, dass es für sie schwierig ist, zusammenzukommen und über die Verwaltung des Unternehmens zu sprechen und zu entscheiden. Daher haben wir beschlossen, dass in jedem Bezirk des Großraums Thessaloniki ein Kollektiv gegründet werden soll. Und in sehr großen Stadtbezirken, zum Beispiel im Stadtzentrum, sollte für jede zugehörige Gemeindeeinheit eine Kommune entstehen. Auf diese Weise wird es einfacher sein, die Grundideen zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen. Die grundsätzlichen Leitlinien werden in den Versammlungen entschieden und an die Betriebsleitung weitergegeben werden. Diese Betriebsleitung wird von den Leuten gewählt werden, auf Basis eines Wettbewerbs, bei dem die angemessenste und tüchtigste Person für diese Aufgabe gefunden werden kann. Sie wird alle 3 Monate überprüft werden. Und wenn etwas schiefläuft bei der Umsetzung der Anordnung,
der Versammlung oder mit dem Geld der Leute, wird die Betriebsleitung entlassen werden und rechtliche Sanktionen erhalten. Wir glauben, dass wir als europäische Bewegung zu einem Modellwasserwerk werden können, das zum Beispiel mit den Universitäten kooperiert und neue Technologien und Ideen anwendet, die die Wasserwirtschaft umweltfreundlicher machen, die Qualität des Trinkwassers erhöhen, die Wiederverwertung von Abwasser fördern und den Wasserverlust durch Rohrbrüche verringern. Wir sollten es auch Wissenschaftlern ermöglichen, ihr Wissen dem Gemeindewohl und dem Planeten zukommen zu lassen und nicht dem Wohl der multinationalen Konzerne und deren Aktionäre. At last, we should allow scientists to return the knowledge that they have for the profit of the people and the planet and not the profit of the multinational companies and their shareholders. An welchem Punkt seid ihr jetzt aktuell? In Greece now the situation is not so good. Die Situation in Griechenland ist nicht gut. Sehr wenige Leute können 136 Euro ausgeben. Nicht einmal für einen so guten Zweck wie Wasser. Wir danken von ganzem Herzen den Leuten aus Köln, die unseren Versuch unterstützen und uns Geld geben wollen. Ich glaube, wenn das zu einem gemeinsamen Ziel europäischer Bewegung werden wird, kann leichter Geld gesammelt werden. Das war die Idee eines italienischen Wasseraktivisten beim Florenz 10-Plus-Treffen. Und ich glaube, wenn etwas in dieser Richtung realisiert werden könnte, wäre das großartig und der Beginn einer völlig anderen Zusammenarbeit zwischen den europäischen Bewegungen. Wir haben inzwischen das 8. von 17 Kollektiven gegründet. Wir bitten die Leute in Thessaloniki, nicht mehr 136 Euro zu zahlen, weil wir wissen, dass das jetzt für die meisten Familien unmöglich ist. Wir rufen sie dazu auf, für 10 Euro Mitglied der Kollektive zu werden und eine große Bewegung zu bilden, um uns dem Privatisierungsplan entgegenzustellen. Die Beteiligung ist nicht so groß, wie wir uns anfangs vorgestellt hatten. Aber heutzutage müssen die Leute sich mit einer enormen Menge von Problemen herumschlagen, die sie für ihre Familien lösen müssen. Und die Arbeitslosigkeitsrate beträgt fast 35%. Du kannst dir vorstellen, was das bedeutet. Hat die Bewegung 136 schon andere Initiativen inspiriert, die eine Selbstverwaltung öffentlicher Güter anstreben? To tell you the truth, I don't know. Some I believe that if we finally manage to make our goal a reality. Ich weiß nicht wirklich. Manche sagen ja. Ich glaube, wenn wir es schließlich schaffen, unser Ziel zu verwirklichen, wäre das ein großer Sieg für die europäische Bewegung und ein Neubeginn für die Verwaltung öffentlicher Güter allgemein und weltweit. Inzwischen gibt es auch in Athen eine Initiative zur Selbstverwaltung des Wassers. Die haben wir sicherlich inspiriert. It's called Save Greek Water, and yes, I believe we have a share of inspiring for other initiatives in Greece.